Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und stürzen uns wieder ins Game. Und ich hoffe, ihr habt alle Bock und supportet das Let's Play hier, denn ich habe wirklich richtig viel Bock und ich werde mich daran bessern, meine Qualität auch wieder zu verbessern, denn ich habe gemerkt, ups, bei den letzten Videos war die Qualität eher im Arsch. Das wird das nächste Mal, beziehungsweise dieses Mal anders sein. Oh nein, die große Fee. Lalalala. Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Das Rocket hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde eine verirrte Fee, die irgendwo in dieser Stadt weilt. Bring sie zu dieser Feenquelle. Jetzt wirbeln die hier richtig cool rum. So. Würden die sich so lange um mich drehen, würde es mir direkt schwindelig werden. Und ich würde umkippen. Und dann wäre das Abenteuer vorbei. Und wir hätten alle verkackt. Und wir würden alle sterben. Ja, mich als Helden würde den wirklich nicht wollen. So, wo wir diese Fee finden, weiß ich natürlich auch schon. La, 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 la. Und der Grund, weswegen halt die Parts aufgeteilt waren, habe ich allerdings auch schon in einem Kommentar verfasst. Im ersten Part. Und zwar war das der Grund, dass ich halt eine große Aufnahmesection hatte für einen 22-Minuten-Part und hatte vergessen, das Ganze passend in ein passendes Format reinzubringen. Und deswegen hat YouTube gesagt, nee, nee, nee. Das Video darf nicht so lang sein und dann, ja. Großes Dilemma. Aber naja, was will man manchmal machen, ne? Aber diesmal wird es nicht so lang sein, Leute. Keine Sorge, ihr werdet schön lange Parts hier bekommen. Keine Sorge. Und zwar müssen wir hier hin. Oh, ich liebe die Musik in diesem Spiel, ne? So, da ist sie. Bonk. Und da ist sie. Jetzt müssen wir die Fee zurück zur Fingerfalle bringen. Jawohl. Nebenbei, woher kann Link eigentlich direkt das hier übers Wasser springen machen? Link, warst du schon mal vorher in Deko oder hast du uns was zu erzählen? Erkläre ich nicht. Na gut. Na jo. Glauben wir mal, ne? Weil wir so nett sind. Aber trotzdem, ich werde das überprüfen, mein Lieber. Ich hab Quellen, ich hab Quellen, Mann. So, macht er wirklich Schaden? Oh. Ja gut, er macht keinen Schaden, aber er tut weh. Also mein Gehirn! Warte mal, wo muss ich nochmal hin? Oh. Super. Im letzten Part habe ich noch gesagt, ja Mann, ich kenne mich hier richtig gut aus in der Stadt. Das wird richtig easy hier. Und schon denke ich, frage ich mich, warte mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Oh, voll Idiot. Aber naja. Was soll ich machen? Giga Facepalm, Alter, nee. Wir sind doch noch nicht in 2012, Alter. Laber mich nicht zu. Ach so, Karte kaufen. Ja gut. Hier. Yeah. Ja, jetzt laber ich mich zu. Ja, ich bin verrückt. Weg hier. Ich bin bei den Irren. Ja, genau. Okay. So viel dazu. Und da haben wir die verirrte Fee. Junge! Noch eine Irre! Zumindest nach dem Schrei. Hilfe! Zaya und du, junger Freund, im fremden Körper. Ich bin gespannt, wie dein echter Körper aussieht, aber egal. Habt Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich im Moment für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk an.
Dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B und lass wieder los, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Ziele frei mit dem Joystick oder automatisch mit L. Deine magische Anzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkit. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Mit diesem irren Schrei. Ja, genau so. Können wir jetzt hier schön cool Blasen schießen. Und was uns das bringt, werdet ihr dann gleich noch sehen. Und zwar einmal, dass wir rein theoretisch hier einmal Ting runterschießen können. First try. Next. Schön die Beine gebrochen, Mann. Yeah. So, allerdings, was wir wirklich machen wollen, ist es, diesen Ballon hier abzuknallen. Ey, Mann, Alter, voll krass, ey. Dann bin ich auf die übelsten Lampen. Ja, bist du. Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. War ziemlich beschissen für so einen Lappen wie dich. Ja, okay, nee. Ist schon gut, alles gut. Alles gut. Es ist ein Spaß. Bitte, YouTube. Bitte, vernichte mich nicht. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Ja, Mann. Na gut, Aufstellung, Jungs. Aufstellung, Jungs. Natürlich nur Jungs. Ist es sexistisch? Es sind nur Jungs in dieser Gruppe. Mann, ey. Meine Güte. Seid doch ein bisschen tolerant. Außerdem kam das Spiel, das ursprüngliche Spiel im Jahre 2000 raus. Also, entspannt euch. Für jeden LGBTQ-Feuer-Unterstützer, der das hier sieht. Wir fünf werden uns irgendwo in der Stadt verstecken. Wenn du. Und du musst uns finden. Du hast bis morgen Zeit. Wenn du uns bis dahin alle findest, verraten wir den Code. Ach ja, und benutzt bloß keine Dekonüsse. Die Dinger machen einen grellen Blitz, das ist unfair. Kannst du losgehen? Mission failed. Aber naja, was soll's so. Jetzt haben wir Zeit bis abends, um sie zu finden. Und jetzt muss ich nochmal überlegen, wo denn alle waren. Ich glaube, einer von denen war hier direkt, gell? Oder? Einer von denen war doch hier irgendwo, oder? Jawohl. Der Anführer war hier. Jawohl, und jetzt haben wir ihn auch schon. Wir haben nur noch vier übrig. Wunderbar. Genau, du musst die halt hinten und dann fangen. Aber es sollte machbar sein. So. Ansonsten könnt ihr halt einfach, falls ihr es auch nicht auswendig wisst, so wie ich gerade, dann macht es einfach so, dass ihr halt einfach eben in der Stadt ein bisschen herumrennt. Einmal quer um die Stadt herum, dann solltet ihr die ja auch finden. Nicht. So, gut. Das war's dann noch mit dem Tipp. Und dann ab hier in die Blume. Und hierauf. Und dann haben wir hier auch schon das erste Kiddo. Jawoll. Ach, Taya. Psst. Ich muss hier ein Let's Play machen, Mann. Meine Güte, ey. Kein Respekt vor Let's Playern, die gute Taya. Naja. Was soll man machen, nicht? Was soll man machen? So, der nächste ist das nächste Kind hier. Easy, let's go. So, ja, meine Güte, lass mich in Ruhe. Und du, Hund, auch. Mann, ey. Keiner lässt mich in Ruhe. Ich bin zu fame. Nee, Spaß. Spaß, Leute. Ich bin zu fame, Junge. Was denke ich von mir, Junge? Ab einem Abonnenten denke ich, bin fame. Arrogantes Stück bin ich. Oh Mann, so. Wo ist der nächste? Du bist mein nächstes Opfer. Was ich mit einem harten Stock kriege. Jetzt hat. Finally. So, wo war da nochmal der letzte? Muss da irgendwo einen Spot geben, den ich noch nicht abgesucht habe.
Ah ja, ich weiß wiederum. Genau, jetzt fällt's mir ein. Ding dong. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht schlecht im Zeitplan oder sowas. Ansonsten wäre es nämlich ziemlich belastend. Aber naja. Hier, ah ja. Aber hier ist safe, ja. Jawohl. Alle erwischt. Nice. Du bist ziemlich gut drauf, Freund Dekokerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnten wir dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall kein Dekus. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen. Also pass gut auf. Bist du bereit? Der Code ist 5. Der Code lautet 5153423. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich im Ost-Unruhstadt. Alles klar. Wunderbar. Und damit haben wir auch schon die Nacht des ersten Tages erreicht. Und auch das Ende dieses Parts hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr habt diesen Part hier wieder mal genossen. Und ansonsten kann ich nicht mehr viel sagen, außer behaltet euer Gleichgewicht im Leben. Damit ciao und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Euer Balance Gamer und ciao.